Heute befinden wir uns in den Haßbergen, genauer genommen in Zeil am Main. Zeil ist insofern interessant, als es hier um die Bruch- oder Nahtstelle zwischen Bierfranken auf der einen und Weinfranken auf der anderen Seite geht. Das verspricht eine ganze Menge interessante Sehenswürdigkeiten und Brauchtum hier vor Ort. Darüber kann uns mit Sicherheit die Frau Reinhardt, die hier für den Tourismus zuständig ist, etwas mehr Auskunft geben. Frau? Ja, in Zeil ist sehr viel los. Wir sind ein Schatzkästchen in den fränkischen Kleinstädten. Unser Motto ist Fachwerk Frohsinn Frankenwein. Das Fachwerk ist stadtbildprägend. Der Frohsinn ist den Zeilern eingeboren. Und der Wein, das ist für die Zeiler sehr viel mehr. Der verbindet Kultur, Geselligkeit, Lebensfreude und Kommunikation in Zeil. Sie können zum Beispiel in den Hexenturm gehen. Da widmet sich die Stadt der Thematik, der dunklen Thematik der Hexenverfolgung. Wir waren ja Exklave von Bamberg an der Nahtstelle zweier Hochstifte und das wurde umgesetzt. Seit 2011 gibt es da ein Dokumentationszentrum dazu. Und wenn man dann auf Seil stellt, so. Jetzt haben wir hier die Löffelspatzen genommen, die da sind. Jetzt kommt etwas Sauerkraut dazu, dann nehmen wir uns unser Baufleisch, das tun wir schon da ab, und dann nehmen wir hier von der Bohnenkerne, auch Biggers bei uns genannt, einfach nur noch ein bisschen Liebe. Typisch fränkisch. Egal, wo Sie auch herkommen, von Zeil, vom Rheintal her, von Hofheim her, es fällt Ihnen sofort ein imposantes Bauwerk ins Auge, unsere alte Stauferburg aus dem 11. Jahrhundert, wirklich ein Zeugnis unserer reichhaltigen Geschichte. Leider wurde sie ab dem 18. Jahrhundert dem Verfall preisgegeben. Es hat sich für die Herrschaft einfach nicht mehr gelohnt. Aber und ist das später dann in das Eigentum der Stadt übergegangen. Aber diesen Zustand, den konnten die Königsberge nicht ertragen. So hat sich 1921 ein Heimatverein gegründet, der ausschließlich zum Ziel hat, diese Burg zu unterhalten und ja etwas zum Leben zu erwecken. Die Burg ist nach wie vor ein Aushängeschild für Königsberg und auch ein Anziehungspunkt. Unser Besuch in den Haßbergen, er hat sich zu einer regelrechten Burgentour entwickelt. Nicht nur Wein aus Zeil ist das, was wir genießen konnten, sondern besonders interessant ein Besuch bei einem Schlossherrn, der uns in sein 300 Jahre altes Gemäuer einführte. Das war das eine. Und der Kontrast, die Ruine Altenstein, da wohnt kein Mensch mehr. Diese Ruine bietet gleichwohl einen wunderbaren Überblick in die klassische fränkische Kulturlandschaft hinein in den Itzgrund. Auch das war sehr schön und lohnt unbedingt einen Besuch.